Freitagsgebet sitze als Einziger in der türkischen Moschee. Wenn die am Anfang Sunna beten, ist das Fitna, da ich mich anschaue, da sie alle mich anschauen. Das ist keine Fitna, aber du musst Geduld zeigen. Weil die haben sozusagen in der türkischen Moschee gibt es Zeremonie. Für sie es gibt sozusagen Zeremonie und diese Zeremonie ist immer da. Erstmal kommt der Khoja, der macht einen Unterricht und danach kommt Adhan und danach beten sie alle zusammen Sunna und dann kommt der Imam auf Minbar, der macht einen Konkord-Khutba. Der sagt ein paar Wörter, dann sitzt er, dann steht er, macht ein Bittgebet und dann Khutba 5 Minuten, Unterricht vielleicht eine halbe Stunde davor. Und dann beten sie vielleicht 20 Raka oder ich weiß nicht wie viel. Und was soll ich dir sagen? Sie haben so gelernt und sie denken, dass es so richtig ist. Mag Allah sie recht leiten, aber mache die Sunna und langsam. Da brauchst du nicht mit den Leuten zu diskutieren. Wallahu ta'ala ala wa'ala.